Yo, was geht? Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, meine lieben Freunde. Ich habe heute ganz, ganz hohen Besuch bei mir, und zwar den lieben Marc Gebauer. Wir haben ein sehr geiles Video auf seinem Kanal gedreht. Da musste ich erraten, ist es Waschmittel, Lederpolitur oder Parfüm? Und es wurde auf jeden Fall spicy, so kann man das sagen. Ja. Checkt das auf jeden Fall unbedingt gerne aus. Und wir gehen heute mal hin und gehen mal ein bisschen durch meine Parfümkollektion. Ich habe dir noch nie gezeigt. Noch nie gezeigt. Okay. Und ich glaube, da sind sehr viele Sachen dabei, wo du denkst, was stimmt nicht mit dir? Okay. Und was für ein Müll das ist. Ich muss dir auch ehrlich sagen, ich habe einfach viele Sachen so sau random einfach gekauft. Also einfach so zugekauft und gehe irgendwo in den Laden und sage, ja, riecht geil, kaufe ich so. Gibt es da auch Sachen, die du bereust? Ja, auf jeden Fall. Also zwei, drei Düfte sind dabei, die ich wirklich, die sind noch komplett voll. Ich habe dir eben schon erzählt, ich bin ein, zwei Mal auf Jeremy Fragrance auch reingefallen, weil er gesagt hat, Power, das ist es, der Duft. Ich dachte so, ja, Mann, oder rieche ich ihn? Nein. Ja, Mann, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem hier an. Also ich habe auch viele Deckel gar nicht mehr, so, das ist auch so ein Ding. Ja, Mann, das, mein Vater ist genauso. Was macht der mit den Deckeln? Ich weiß es nicht. Schmeißt du die weg oder? Keine Ahnung. Nee, ich nehme es mit auf Reisen und dann ist es lost. Ah, okay, so kommt okay. Das. Ich wundere mich immer, weißt du, wohin kennst du die Marke? Bomo. Ja. Incense Cardamom. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, der war so um die 80 Euro, der Duft. Ein sehr angenehmer Duft, finde ich, aber so intensiv, dass man ihn teilweise nicht tragen kann. Und irgendwann... Also Kardamom, weißt du überhaupt, warum Düfte länger halten und weniger halten? Wegen der Molekularstruktur? Richtig. Echt ja, jetzt? Ja, genau. Und zwar bei jetzt Kardamom ist zum Beispiel so, dass die Moleküle relativ groß und bei Zitrischnoten relativ klein. Mhm. Wenn du es aufsprühst, dann gehen die kleinen mit in die Luft und so ist es halt schwer zu bündeln. Ne? Genau, und der ist halt sehr, sehr, sehr intensiv, sehr stark. Ich finde den nicht schlecht. Man riecht es auch gerade im ganzen Raum so, glaube ich, ein bisschen. Aber ich finde, der ist too stinky, so, weißt du, was ich meine? Ist okay. Speziell. Könnte man noch ein bisschen dran feilen. Dann habe ich hier noch einen Atkinson Oud Save the King. Ein absolut geiler Oud-Duft. Liebe ich sehr. Oud bin ich großer Fan von. Mag ich sehr, sehr gerne. Ist so ein Winterduft für mich. Der ist so ein bisschen süßer halt. Ne? Schöner Duft. Ja. Sehr, sehr schöner Duft. Cool. Ja, mag ich auch sehr gerne. Auch sehr stark. Ja, also ich habe so gerade so holzige Düfte und so warme Sachen trage ich sehr gerne im Winter. Ja. Ist irgendwie so, im Sommer ist ja normal, dass man so Zitrusnoten und Pfeffer und sowas macht. Genau. Ja, dann hatten wir eben schon den Zephiro. Ne? Hier steht als Duftbeschreibung drin, Honey of the Gods. Also der Honig, zum Beispiel, ich check's nicht, ich riech da kein Honig, sag ich dir. Doch, dieses Weiße drum. Ja, ja. Ich riech da mehr so dieses Pfeffrige hinter, ne? Du riechst hier Pfeffer? Ja. Oder, nee? Findest du nicht? Das ist so, als wenn jemand sich so in Watte hüllen würde. Das ist so der perfekte Duft. Zum Beispiel, wenn ich Freitagsgebet oder so, das ist das, was aber ich Honig hat ja nicht diese Schärfe hinten raus, weißt du? Da ist auch noch, genau, es sind noch hinten, ich glaube, Musk. Vielleicht ist es das, was ich... Ja, Musk könnte das halt sein, so, ne? Aber ein geiler Duft, oder? Super softer Duft. Ja, ganz, ganz schöner Duft. Hast du auch schon gut benutzt, ne? Safe, da wird man noch... Also das ist auch so ein Duft, wo man dran vorbeigeht, Leute sagen, oh... Geil. Interessant. So den mag ich. Bei dem hier übrigens aber auch. Bei Oud-Düften ist es halt oft so, dass gerade so, wenn man halt feiern ist und so, dass die halt sehr krass streuen und dann einen Raum erfüllen. Genau, richtig. Buredot, magst du? Guck mal, weißt du, die sind so teuer und halten nie so lange. Das ist das Problem bei dem Duft. Deshalb nutze ich ihn leider nicht so. Fantastic Man und all die Düfte. Ja. Ich sag dir, die nimmst du genauso wie dieses Jo Malone. Ja. Aber wie viel solche von auftragen? Ja, das ist das Ding. Deshalb, ich habe schon ganz oft gesehen, dass so viele Leute den mit Vaseline mischen und so und dann halt irgendwie. Geiler Duft, ne? Mega Duft. Viele, nicht, ne? Ich verstehe mich, warum machen die einfach nicht die Konzentration höher? Verstehe ich auch nicht. Toller Duft. Ja, ich finde, der hat halt auch dieses Waschmittelartige so ein bisschen. Toller so, Duft. Ne, frische Wäsche und so, aber zieht halt leider sehr schnell weg. Ja. Ne? Ich habe generell so, glaube ich, nur so ein paar Düfte, die sehr, sehr schnell weg sind. Hier ist nochmal. Alter, was? Das ist doch nicht dein Ernst. Was? Ali Al-Nasabi Shuk. Das ist mein. Also guck mal, dieser echt Duft. Jetzt? Ihr versteht es nicht. Dieser Duft hier wird nur in ganz, 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 ganz kleinen Chargen hergestellt. Aha. Wir haben ihn auch und vor Jahren schon habe ich mit dem Gründer ein Video gemacht über seine Uhrenkollektion. Unglaublich geiler Duft. Unglaublich. Und das ist tatsächlich auch einer meiner Lieblingsdüfte. Ach, geil. Zeige ich nicht oft. Aha. Hier drin dürften Tabaknoten drin sein. Ja, Tabak und auch so ein bisschen holzig wieder. Ne? Mega Duft. Ja. Alter, dass du den hast. Ja, den habe ich in der ganz kleinen Parfümerie in Brüssel, glaube ich, mal gekauft. Den gibt es, glaube ich, in Paris und zweimal in Deutschland. Und sonst, also der ist so gering vertreten. Ja, ich glaube, wie gesagt, in Brüssel irgendwo, das war so. Er lebt am Meer und dort hat er überall halt diese Fische, Wellen. Schuppen Wellen. Ja, das ist mega Parfum. Krasser Duft. Ich noch mal riechen ganz kurz. Ja. Mag ich sehr, sehr gerne. Ist auch so für den Sommer richtig geil, ne? Und der hält vor allen Dingen halt auch richtig schön, ne? Ja, das ist so ein Duft, der wirklich mega. Sehr, sehr, sehr stark ist. Dass du den hast, der wundert mich auch. Der war auch mit einer der teuersten tatsächlich. Ja. Das hier ist tatsächlich mein teuerster. Amouage. Finde ich sehr geil, Amouage. Habe ich noch nie gerochen. Echt nicht? Habe ich noch nie gerochen. Die haben mich sehr speziell. Riecht auf jeder Haut ganz, ganz anders. Das ist ja, der hat so 50% Parfüm. Die sind aus dem Oman. Mhm. Ich wollte auch mal die besuchen.
Der ist sehr, 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 sehr geil, wenn man ihn auf der Haut hat. Der riecht aber bei jedem komplett anders. Ich habe das ganz oft schon gehabt, dass der bei vielen Leuten komplett unterschiedlich wirkt. Ja. Also das ist so, das ist der teuerste. Ich glaube, der ist 450 oder sowas gewesen. Normalerweise habe ich mich voll dagegen gesträubt. Ich habe den aber hier. Was Waschmittelartig. Ja, ne? Genau, genau. Der hat dieses frische, saubere, seifige so ein bisschen. Muss man testen. Mhm. Ist ein geiler Duft auf jeden Fall. Und vor allen Dingen hält der sehr lange. Ne? Also da brauchst du aber so 2-3 Sprüher eher als einen, weil der dann doch relativ schnell wieder abzieht. So, aber wenn du ihn gut konzentriert hast, ist er ganz nice. Cool. Dann habe ich hier noch, ich glaube, das ist auch ein Urduft. Ah, Vidian. Ja. Genau. So ein, nee, ist glaube ich so ein arabischer Duft, das heißt, ne? Genau, also ja. Das, ich weiß, ich erinnere mich, ich glaube, es ist ein Engländer, der hat die Firma da gegründet. Mhm. Ist auf jeden Fall in der Parfümwelt auch gut bekannt. Mhm. Und seine Factory, meine ich, ist in Abu Dhabi. Mhm. Und das sind wir hier Sahara 2. Also ich mag so orientalische Düfte halt sehr, sehr gerne. Auch sehr spannender Duft, ne? Ja. Und der hat auch so, der ist ja auch so ein bisschen, ist da Oud drin? Ja, oder? Ich denke nicht. Nee? Was ist denn das immer? Das müsste man in die Duftbeschreibung reinschauen. Das ist ein sehr ich habe da gar keine Ahnung. Ich kann es dir echt nicht sagen. Ich kaufe die Sachen, weil sie richtig geil riechen. Einfach Sascha so. Hat zum Beispiel von Vidian auch eins in so einem blauen Ton. Mhm. Coole Marke. Die haben ja. Schöne Düfte. Und vor allem preis-leistungsmäßig, also klar, ist auch okay. Was teurer so, ne? Aber hat man was von. Also ich finde das komplett gerechtfertigt, muss ich ehrlich sagen, für einen geilen Duft gut Geld zu bezahlen. Wirklich. Also man merkt von den Inhaltsstoffen ja schon einen großen Unterschied. Wenn ja. Du jetzt einen günstigeren Duft nimmst, meistens sind die Noten schon relativ ähnlich, mhm. Leicht zitrisch. Ja, ja, richtig. Sowas, genau, ne? Genau. Weil es halt einfach günstiger herzustellen ist. Ja. Ne? Okay, lass mich mal schauen. Wo sind die Sachen, von denen du enttäuscht bist? Den fand ich ganz geil. Santal Noir finde ich sehr geil. Kennst du ja bestimmt. Ja, ne? Genau. Finde ich. Hast du auch schon gut benutzt. Ja, safe. Ist halt ein sehr, sehr geiler, sehr schnell verfliegender leider Sommerduft. Aber sehr schön, so floral, so ein bisschen für den Sommer. Sehr leichter süß. Leichter Sommerduft, ne? Ja. Genau. Der ist ganz geil, wenn man die frisch aufgetragen hat. Zieht aber leider schnell weg. Wie viel trägst du denn dann morgens bei so einem Duft auf? Gibt's schon Gas, oder? Nein, ich bin da eher zaghaft tatsächlich. Ja? Ich bin jemand, der das dann eher nochmal nachträgt, als dann so richtig krass viel. Ah, okay. Ja. Machst du richtig viel drauf? Ja. Was hast du gerade drauf? Raven King. Von wem ist das? Marc Gebauer tatsächlich. Ah, geil, geil. Ja gut, stabil, okay. Alles klar. Baccarat Rouge? Nee, Santamut? Keine ja. Ahnung. Von Baccarat Rouge kennt ja jeder, das ist jetzt ein etwas anderer Duft, den habe ich selber auch noch nicht probiert. Auch ein sehr geiler Duft. Der ist ein bisschen besifft hier oben, wa? Ich weiß nicht, was damit los ist. Kennst du, wenn stehen du so die eine... bei dir im Bad? Nee, tatsächlich nicht, aber ich glaube, da ist mal eine Creme drin ausgelaufen in meinem okay. Kulturbeutel. So. Gut, dann also. Danke dir. Aber der ist auch sehr geil. Heftiger Duft. Ja. Also ich denke mal, jeder, der so dieses Nasomato Black Afghano mag, oh, ist ein bisschen ja, geiler Duft. Ja. Mhm. Schöner Duft. Also, ist ja richtig ausgestattet. Ich bin doch ganz gut drin, ne? Den habe ich mir letztens neu geholt, Tam Dao. Geiler Duft, aber... Aber verfliegt, ne? Ja, richtig, genau. Dieselbe Thematik. Der hat diese den Fichte, der riecht nach Wald, der riecht ehrlich so ein bisschen, ne? Schöner Duft. Absolut toller männlicher. Geil. Ja. So hebt sich ab. Voll. Nicht Designerduft, aber ja. Wie viel willst du davon, Alter? Das ist halt das Problem. Das ist halt das Problem. Aber ich finde den super, super Duft interessant. Duft der nach und cool. Flakon auch sehr schön. Auch von hinten hier nochmal dieses Ding so, ne? Ja. Die haben auch ganz geile andere Düfte, aber die ziehen halt auch alle so schnell leider weg. Das ist echt oftmals das Problem, ne? Du hast so ein paar Marken, die haben von der Duft-DNA immer das drin, das leicht weggeht. Ja. Kennst du den hier tatsächlich? Das ist ein absolut, also ich weiß nicht, der ist ein Geheimtipp in der Parfümwelt. Was willst du mit dem Duft, Mann? Du hast hier so gute Sachen stehen. Was willst du damit, Mann? Trägst du den? Nein. Nein, okay. Gut. Den habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen und ich habe ihn einfach nur fürs Meme mitgebracht. Ja, okay. Also, willst du mal riechen? Der ist sehr interessant. Aber man kann sagen, was man will. Dior Sauvage ist ein stabiler Duft, nein, ne? Also darum geht es nicht. Erstmal von der Handwerkskunst her, es ist mit Sicherheit ein guter Duft. Aber wenn wir über solche Sachen reden, ist der halt nicht drin, so im halt Geschehen. Etwas so, ne? Individueller bei dem Thema jetzt. Aber trotzdem muss ich sagen, also gerade so, wenn mein Bruder mich jetzt fragen würde, was kann ich mir für guten Duft, für gutes Geld von Dior Sauvage, auch wenn ihn viele tragen, kann man das gut machen, ne? Ja. Aber er ist halt schon fast tot, ne? Ja, leider. Das ist halt so ein bisschen so viel damit rum. Ich würde One Million, Paco Rabanne mäßig so, ne? Geht in die Richtung auf jeden Fall. Jetzt kommst du mir damit auch um die Ecke, oder? Nee, aber das hier. Oh mein Gott. Black Gemstone. Ja. Gemstone. Ja. Stefan Humbert-Lucas. Ja. Ein absoluter Freak. Kennst du ihn? Natürlich, Stefan Humbert-Lucas. Krank geiler Duft und von dem bin ich ein bisschen enttäuscht leider. Hör auf. Ja. Hör auf. Ja, ehrlich jetzt. Ich warum? Weiß nicht genau warum. Er hat mir nicht so zugesagt. Den Duft hatte ich bei dem ersten Charity-Event, als wir Go-Kart fahren waren. Mhm. Da hatte ich den drauf. Also, ich finde, er ist. Was hast du dagegen den Duft, Mann? Der ist brutal. Der ist richtig gut, aber ich finde ihn der zu. Der knallt heftig. Würzig teilweise, weißt du? Winter, du musst dir jetzt vorstellen,
vorstellen. Du hast dicke Sachen an und so weiter. Alter, Stefan, der ist auch teuer gewesen, ne? Ja, ja, ja. Aber die Haltbarkeit von dem ist geisteskrank. Das stimmt, das habe ich auch gemerkt. Ich glaube, du musst nochmal vielleicht ein bisschen Pause machen und dann im Winter. Kann auch sein, kann auch sein, weil ich habe den jetzt halt zum Frühjahr gekauft und das war der, wo ich auf Jeremy reingefallen bin. Und ich dachte so, weil ich habe ihn mir gekauft, der hat ihn halt beschrieben und so. Ich dachte, es kommt schon hin, aber ich habe ihn drauf gemacht und dachte, das ist es gerade einfach gar nicht. Ne? Also der Duft, auch die anderen Düfte aus seiner Linie sind sehr extrem. Aber den Duft musst du vielleicht nochmal im Winter. Kann gut sein, kann gut sein. Weil wenn du den jetzt drauf hast, ist das erdrückend. Ja, richtig. Der ist sehr, sehr schwer, ne? Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Black Gemstone. Dann habe ich hier noch Montalduft. Ich weiß gar nicht mehr. Guck mal, hier sind die Dinger ab. Ich weiß, was du damit machst. Läufst du jeden Tag mit dem Rucksack? Ich zeig dir jeden Tag. Guck mal, ich habe Düfte 6, 7, 8 Jahre alt. Echt jetzt? Und die sehen aus wie neu. Guck mal, ich habe hier gerade einen Deckel gefunden. Warte mal. Vielleicht der hier. Nee. Was ist das? DSD. Boah, keine Ahnung, wa? Das war voll gar nicht hier von dem. Könnte der? Okay. Nee, glaub nicht, aber... So, hier, welchen haben wir hier? Ud Arabian, nee, King Arabian, nee. Ud auf jeden Fall, ein Ud-Duft auf jeden Fall, das weiß ich. Also Montal, wir decken ein, also wie, warum sind die Düfte? Die Düfte sind sehr gut, sehr intensiv, verwenden halt synthetische Duftnoten. Ah, okay, das ist nicht natürlich. Genau, hier zum Beispiel ist alles natürlich drin, hier ist natürlich drin. Und bei denen hier, aber nicht falsch verstehen, Preis-Leistung von denen sind trotzdem absolut sehr top. Absolut top, ja, die halten auch, ne? Ja, guter Duft finde ich aber relativ ersetzbar. Also Ja, aber die, also generell hat Montal halt viele in der Riege, wo du sagen könntest, da gibt es 45, 50 Düfte. Ja. Ja, richtig. Und dann habe ich hier noch einmal, klar, Black Orchid von Tom Ford. Das war ein Duft, das war so mein Einstieg damals. Ist aber auch ein geiler Duft. Alter, das ist ein unglaublich Wusstest geiler du, Duft. Dass der ursprünglich mal also als Darmduft rausgebracht wurde? Echt jetzt? Also das Lustige ist, Ach, Tom, funny. Also nur um eine Sache vorwegzunehmen, alle Düfte sind unisex generell. Ja. Es gibt jetzt in der Industrie, wurde es irgendwann mal erfunden, dass die Leute gesagt haben, es gibt jetzt für Herren. Eigentlich Schwachsinn. Es gibt es eigentlich nicht, aber weil wir Deutschen auch dazu neigen, immer nur in Regeln zu folgen, ist das so. Tom Ford ursprünglich Black Orchid rausgebracht als Darmduft, aber ich glaube, 75% aller Käufer sind männlich. Das ist ein echt cooler Duft. Ja, ja, ein brutaler Duft. Ja, ne? Also Haltbarkeit. Der Haltbarkeit ist geil. Das ist auch einer, wo man dran vorbeiläuft. Den kennt man ja auch irgendwo her. Ne? Und das ist genau das Ding, zum Beispiel bei ihm hier. Ich bin auch schon ein paar Mal auf den Duft angesprochen worden. Dass Leute gefragt haben, boah, das riecht sehr krass, was ist das? Und dann habe ich halt gesagt, keiner kannte das erstmal. Und viele haben dann gesagt, das ist mir sogar zu verrückt. Weißt du, was ich meine? Also wenn wir uns mal bei mir in Düsseldorf treffen und ich habe da Düfte, Parfums, die riechen nach verbrannten Reifen. Wir haben Sachen, da bist du... Du denkst, das kann doch kein Parfum sein. Aber das haben wir alles da. Also da musst du mal reinriechen. Verstehe, was du meinst. Black Orchid, muss ich sagen. Klar, das ist halt ein massentauglicher Duft. Ähnlich wie hier Total Noir und sowas halt. Ne? So, ne? Mega Kollektion. Ja, das war es auch schon. Ich glaube, das Einzige, was ich dabei habe, ist noch hier. Das Darf Plus Care 48. Wir können ja mal ganz kurz hier, warte mal. Auch ein sehr interessanter. Ja, so leicht seifig halt hinten rum. Ne? Nicht schlecht, ja. Oder ist ganz gut. Jeden Tag. Ne? Den mache ich mir tatsächlich auch viel drauf. Also da stehe ich ja vorm Spiegel eine halbe Stunde und... Holen wir den dazu. Ah ja, ich habe mir noch was Neues tatsächlich geholt. Und zwar habe ich hier noch, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, so eine Parfümerie aus Düsseldorf. Die machen sehr coolen Stuff. Die machen auch sehr guten Kaffee. Ob dir das was sagt hier? Den. Steht gar kein Name drauf. Was ist denn das hier? Wie heißt denn der? Orange Flamingo. Ja. Nee, kenne ich nicht. Also ist ein sehr guter Duft, kann ich auch wirklich nur empfehlen. Ja. Riecht so ein bisschen nach Flamingo, in Orange. Da muss ich mal ausprobieren. Alles klar. Nee, tatsächlich ist es das schon bei mir gewesen. Ich habe noch ganz viele, so diese ganzen Molekulardüfte bei mir sind leider alle leer. Weil diese No One und sowas, die habe ich alle leer. Ich habe jetzt die leeren Flakons nicht mitgebracht. Da habe ich auch nochmal so 10 Stück von, wo ich mir vorgenommen habe, die safe nochmal wieder zu bestellen. Aber kennst du das? Diese Molekulardüfte zum Beispiel sind ja auch zu mischen da. Ne? Genau, das habe ich ganz oft gemacht. Ich habe einen Duft, der riecht nach diesem Bügeleisen und der andere Duft ist auch Molekulardüft. Der hat einen, du kannst nicht beschreiben, wonach der riecht. Das haben ja so manche Molekulardüfte. Yeah. Und die beiden habe ich durchgehend kombiniert. Die sind zeitgleich quasi leer geworden. Und die habe ich auch in einer ganz kleinen Parfümerie hier in Belgien geholt. Und das ist schon, also das ist schon mal was anderes. Weil wenn ich da jemand fragt, was hast du drauf? Und du sagst, boah, keine Ahnung, hab die zwei gemischt und ich weiß nicht mal, wie die heißen. Yeah. Das hat irgend so ein Typ in seinem Keller gemacht. So. Das ist schon ganz geil, ne? Aber was sagst du zur Sammlung? Ich muss sagen, ich glaube, das ist so das Beste, was ich so bis jetzt gesehen habe. Also, ehrlich jetzt? Ja, also von der Vielseitigkeit her zum Beispiel, dass du den Duft hast. Natürlich, wenn wir jetzt bei Nico reinschauen, ich habe ihm ja alle Düfte gegeben, also von daher werden wir viel davon wiedersehen, aber muss ich sagen, dass du selber das hast, hier, der ist auch krass, auch krass. Da ist schon eine breite Masse mit, hast du schon abgedeckt, ne? Ja, geil, freut mich voll. Also, vielen Dank. Ja, gucken wir mal, was die Zukunft noch bringt. Ja, also ich werde auf jeden Fall, glaube ich, weitermachen. Ich habe das auch sehr irgendwie zum Hobby gemacht bei mir, ne? Also, keine Ahnung, man hätte ja irgendwann mal angefangen mit so einem Duft hier oder, glaube ich, sowas halt hier. Ja. Und irgendwann hat man sich damit auseinandergesetzt und nimmt sich dann nochmal die Zeit, so mit Düften auch wirklich zu beschäftigen. Und ich finde es super geil. Also man kann ja leider, wenn man Düfte kauft, nur 3, 4 wirklich intensiv riechen, probieren und dann muss man wieder Kaffeebohne machen oder man ist halt raus. Ja. Und das mache ich ganz gerne. Also ich gehe auch nicht jedes Mal hin und kaufe mir was, sondern ich inspiriere mich und dann baue ich halt. Also was dir zum Beispiel jetzt hier noch fehlt, ist
ist eigentlich sowas Kühlendes für den Sommer. Ja, was Leichtes, ne? Genau, genau. Also das ist Orange Flamingo nicht was Leichtes? Genau, oder? das würde jetzt da reinpassen. Aber du hast hier jetzt nichts, wo man so sagen, das sind mehr so schwerere Winterdüfte. Ja. Das ist jetzt nicht so, wo du sagst, jetzt im Hochsommer, da hast du richtig Bock drauf. Empfehl mir gerne was, no joke. Also gerade so für den Sommer bin ich immer ein bisschen... Das hier zum Beispiel, kann ich dir sagen, ich liebe diesen Duft wirklich, weil ich kenne ihn halt von Nico nur. Und Mykonos jedes Mal, wir haben auch teilweise untereinander Hemden getauscht und so. Und dann habe ich halt sein Hemd angehabt und er meint, und ich habe die ganze Zeit so nach diesem Parfüm gerochen. Also richtig, richtig geil. Sobald ich das rieche, bin ich Flashback im Mykonos. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist schon echt cool. Ey, geil. Vielen, vielen Dank dir. Gerne. Ich würde sagen, ich würde noch gerne mal deine Duft sammeln. Wie groß ist die so? Wir haben... Bist wahrscheinlich genauso. Also wenn du jetzt alle Düfte von mir haben willst, keine Ahnung, 150, 200 Düfte so. Das ist mehr als mein. Ja. Nein, wir haben, wenn du uns mal besuchen kommst, dann werde ich die Sachen zeigen, wo du sagst, also das kann man nicht tragen, bis hin zu, also wirklich sehr spannende Dinge. Mhm. Geil. Alright, Leute, schaut auf jeden Fall gerne das Video von Marc. Checkt auf jeden Fall auch gerne mal seine Düfte aus und seinen Kaffee und was ist hier noch drin, mein Lieber? Popcornnüsse. Popcornnüsse. Sehr, sehr geil. Checkt das auf jeden Fall gerne aus. Vielen, vielen Dank dir. Gerne. Und ich würde sagen, dann sind wir raus. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao. Ja.